Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal keine Rezension und kein Fazit. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Update zu meinem Kanal. Wie steht es mit meinem Kanal? Vor allem brauche ich ein bisschen Unterstützung noch dazu, dazu eben gleich mehr. Dann habe ich so ein Wertungssystem jetzt eingeführt. Ich habe ja, wie ihr gemerkt habt, in den Videos jetzt auch schon so eine Sternebewertung abgegeben. Das sollte so als Richtlinie dienen, was ich von dem Spiel generell jetzt eigentlich halte. Zusammengefasst, da kann man sich irgendwie das noch bildlich vorstellen. Und zum Schluss gibt es was ganz Schönes, und zwar eine Vorschau, auf was ihr euch in diesem Jahr alles freuen könnt. Das meiste sind Kickstarter-Spiele, die ich gebackt habe. Und diese Spiele werden dann zu 90%, hoffe ich mal, auf meinem Kanal dann auch auf Video erscheinen. Die werden bei mir definitiv hier im Haus eintrudeln. Ja, gehen wir gleich zum ersten Punkt. Ein schwieriger Punkt sozusagen. Ja, ich bin sehr zufrieden mit meinem Kanal. Ich bekomme tolles Feedback von euch. Die Videos laufen gut und es ist wirklich ein Spaß, mit den Leuten auch unter den Videos in den Comments zu diskutieren und euch die Spiele näher zu bringen. Das ist ja echt toll. Ich mag das voll gerne. Und wenn ich Zeit dazu habe, dann mache ich das eben nebenbei. Denn mit Familie und mit Arbeit, wenn man Schicht arbeitet und so weiter, hat man ja nicht immer Zeit für den Dreh. Ja, wie gesagt, mein Kanal läuft gut jetzt so knapp 1,5 Jahre, sowas glaube ich schon. Und jetzt ist das Problem aufgetaucht, wie ja jeder weiß, YouTube unterstützt die Kanäle ja und man bekommt auch ein bisschen Geld dafür rein als Einnahmen, wenn man die Monetarisierung aktiviert hat. Und da will ich natürlich auch nicht mit den Zahlen geizen, ja. Das sind im Jahr waren das jetzt circa 80 Euro, glaube ich, 80, 85 Euro, die ich von euch quasi sozusagen als Unterstützung, weil ihr meine Videos geguckt habt, auch bekommen habt. Da bin ich sehr dankbar dafür. Klar, das ist jetzt nicht wirklich viel Geld, aber wenn man sich mal vorstellt, das sind schon zwei schöne Spiele oder ein etwas größeres Spiel, das ich natürlich dann auf den Kanal auch vorstellen kann, weil ich habe ja wenig Rezensionsexemplare bei mir liegen. Ich kaufe mir das meiste selber und von daher ist das wirklich ein schöner Beigeschmack, sozusagen ein kleines Zuckerl, das man dann bekommt und ein Lohn für die Arbeit. Ja, jetzt habe ich das Problem, YouTube hat neue Regeln eingeführt. Ja. Ich finde, mein Kanal ist wirklich super, ich bin schön gewachsen, das passt, aber ich kann ja natürlich nicht so viel Content bieten wie andere Rezensenten, die viel mehr Zeit zum Spielen haben, viel mehr eben Content in Sachen Abwechslung in den Videos bringen und haben dadurch natürlich auch schon viel schneller viel höhere Abonnentenzahlen erreicht. Aber YouTube hat jetzt eben die neue Regel eingeführt, man muss im Jahr mindestens 4000 Stunden an gesehenen Videos zusammenbringen und vor allem 1000 Abonnenten. Ja, das mit den 4000 Stunden ist wirklich kein Problem. Da seid ihr echt toll, da würde ich echt schon toll unterstützt. Und meine Videos dauern ja auch teilweise recht lange. Das ist halt mal so, wenn man dreht. Und da bin ich echt total gut im Schnitt. Ich hatte, glaube ich, 500.000 Minuten, das ist fast das Doppelte. Aber jetzt das Problem mit den 1000 Abonnenten, ja, also 4000 Stunden und 1000 Abonnenten. Jetzt hat YouTube angekündigt, sie werden meine Unterstützung kündigen bis zum 20. Februar. Das heißt, ich habe einen Monat Zeit jetzt auf 1000 Abonnenten zu kommen, weil das jetzt die neue Mindestanforderung ist, um sich auch bei der Monetarisierung anmelden zu können. Ja, jetzt hoffe ich dadurch, dass ich von euch noch ein bisschen mehr Unterstützung bekomme in Form von, vielleicht habt ihr noch Freunde, die auch gerne Brettspiele spielen, könnt mich da vielleicht ein bisschen empfehlen oder eben andere Bekannte oder irgendwo Seiten, in denen ihr euch gern aufhält und vielleicht auch eine kleine Empfehlung für mich abgeben könnt. Das würde mich echt freuen, wenn ich dadurch auch ein paar mehr Abonnenten noch dazu bekommen würde. Und ich versuche jetzt einfach so viel wie möglich noch bis zum 20. zu schaffen. Ja, was passiert, wenn ich es nicht schaffe, ist auch nicht schlimm. Ja, dann ist halt die Unterstützung weg. Mein Kanal geht so weiter wie bis immer. Es wird sich nichts ändern. Es ist halt dann nur ein bisschen nervig, dass man, wenn man irgendwann die 1000 erreicht hat, dann mache ich mir keine Sorgen, muss man sich halt wieder neu anmelden, alles formularisch wieder machen.
Und natürlich wäre es auch schade um die Zeit, in der man da nicht unterstützt wird. Von daher bitte ich euch, wenn ihr mich da unterstützen wollt, dann empfehlt meinen Kanal weiter. Sozusagen macht Werbung für ein paar Abonnenten mehr. Viele Leute kennen mich ja noch nicht, die Szene ist richtig groß. Ich werde es auch noch versuchen und vielleicht schaffen wir das ja. Und wenn ich die 1000 erreiche, dann glaube ich, werde ich so ein Special machen und zeige euch mal mein Spielezimmer ein bisschen und meine Vitrine, in der ich ein paar Modelle habe und so weiter, so ein bisschen hinter der Kamera. Und das habe ich mir dann ausgedacht und ich hoffe, wir schaffen das noch bis 20. Februar, habe ich da Zeit. Und nochmal, wenn nicht, ist es nicht schlimm, dann muss ich halt eine Zeit warten und das ist ja so. Ja, ich hoffe, das kommt jetzt nicht schlecht rüber. Es ist halt so ein Aufruf, denn wenn man ein bisschen Geld für seine Arbeit bekommt und sich dadurch eben Spiele kaufen kann, die man auch vorstellt, das dient ja auch dazu, dass ihr dann die Spiele kennenlernt, finde ich das echt toll. Und da ich das gerne mache, ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt auch noch länger warten muss. Aber vielleicht schaffe ich es ja und spare mir dann den ganzen Anmelde, ja, Vorgang für die ganze Monetarisierung nochmal. Und vor allem, ja, finde ich schade, dass sie das jetzt eigentlich generell die Anforderungen erhöht haben, mit Gründen, die mir nicht nachvollziehbar sind. Aber ich glaube einfach, YouTube will da an Bürokratie sparen, denn wenn man die hohe Mindestanforderungen nicht erfüllt und dann gibt es viele YouTuber, die das aktivieren. Natürlich haben sie dann viel Aufwand. Und ich glaube, das ist eher der Hintergrund, wieso sie das gemacht haben. Ja, so, endlich das Thema abgehakt, fertig mit dem Battle-Video. Und so viel gibt es eben jetzt zu diesem Thema mit der hoffentlich coolen Unterstützung, die ich noch bekommen werde oder hoffe zu bekommen. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Thema, und zwar das Bewertungssystem. Ja, ich habe mir da nicht viel einfallen lassen, aber ich sage das jetzt immer wieder gerne mit den Sternen, ja, so Amazon-mäßig jetzt. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen gibt es bei mir eine 3-Sterne-Kategorie. Ja, 5, 4 und 3. Und dass ein Spiel 2 Sterne bekommt, das wird extrem selten sein, weil das wäre echt fies. Und wie setze ich das zusammen? Ich fange gleich bei den 5 Sternen an. Wenn ich sage, ein Spiel hat 5 Sterne, was ich ja natürlich dann gerne noch ausführlich auch immer erkläre in dem Fazit, 5-Sterne-Spiele sind für mich Spiele, die ich in meinem Regal behalten will. Ja? Also persönlich, das ist ja alles jetzt da ein persönliches Feedback und meine Idee dazu. Und zwar, ich verkaufe auch immer sehr viele Spiele. Warum? Jeder, der Brettspiele weiß, der weiß ja, der Platz, um die Brettspiele unterzubringen, ist schwierig, denn Platz ist ja begrenzt. Ich habe zwar ein Haus, habe schon einiges an Platz, aber auch nicht unbegrenzt und man hat ja noch andere Sachen rumstehen. Also das Thema Platz bei Brettspielen, mit dem hat jeder zu kämpfen, der dieses Hobby liebt. Ja, von daher bin ich immer versucht, meine Sammlung überschaubar zu halten. Ja, also ich bin jetzt ein YouTuber, der hat nicht elendslange, meterlange Regale. Ich habe zwar schon ein paar Meter, aber das hält sich hoffentlich noch in Grenzen. Jetzt kommen echt wieder viele Spiele dazu. Und von daher eben dieser Punkt bei mir, dass ich ein Spiel mit 5 Sterne bewerte, ist für mich ein Spiel, das es verdient hat, einen Platz in meiner Wohnung, in meinem Haus, in meinem Regal zu finden, weil der Platz extrem wertvoll ist. Und das ist dann eben ein Spiel, das ich A immer wieder spielen kann, immer wieder rausholen kann. Jeder Spieler Spaß damit hat, ich selber vielleicht auch bei den richtig tollen Solospielern. Also einfach eine thematisch, mechanisch geile Bombe, die mich total anfixt und die ich eigentlich nie wieder hergeben will. Ja. So ein Spiel hat einen Platz bei mir im Regal verdient und das sind eben meine persönlichen Meinungen sozusagen. Natürlich kann es dann sein, dass die Leute sagen, okay, das Spiel hat mich nicht so angefixt, ist nicht so das Thema, okay. Aber für mich persönlich ist eine 5-Sterne-Wertung eben so ein Spiel, das man eigentlich gar nicht mehr hergeben will. Ja? Das finde ich in meinen Augen in Ordnung, so mit den 5 Sternen, denn so kann ich euch einfach ausdrücken, ich hänge daran und weil ich daran hänge, ist das Spiel ebenso extrem gut. Ja? 4 Sterne ist dann der Fall,
Ich finde das Spiel außerordentlich gut, mir gefällt es richtig gut, aber ich werde es wahrscheinlich nicht in meinem Regal behalten. Ja? Kann sein, dass ich es behalte, aber wahrscheinlich dann eher nicht. Warum? Das sind am meisten so Spiele, die richtig, richtig genial sind, aber ich vielleicht schon ein Spiel in dieser Richtung besitze und das dann in die ähnliche Richtung geht und sich vielleicht doch ein bisschen gleich anfühlt. Und das eben ein Spiel ist, das ich jederzeit wieder gerne spielen würde, auch immer gerne mitspielen würde, auch als Vorschlag immer mitspielen würde, weil es einfach toll ist, ja, aber weil es nicht so viele Differenzen zu den anderen hat, nicht ganz das i-Tüpfelchen erwischt, würde ich das Spiel wahrscheinlich wieder abgeben, ja, weil eben der Platz begrenzt ist. Also wie gesagt, 4 Sterne sind auch noch absolut Top-Spiele, ja. Und die es aber halt in meine persönliche, in mein Herz doch noch nicht ganz geschafft haben. Ja, 3 Sterne. Jetzt muss ich kurz einen Kaffee trinken in meiner tollen Ballrock-Tasse hier, wo ich leider den Henkel abgebrochen habe. 3 Sterne sind für mich Spiele, die gut sind, aber die man erstmal testspielen sollte, bevor man sich's zulegt. Ja, warum? Weil einfach, ich finde, es gibt ja auch Spiele, die sind total thematisch von den Geschmäckern abhängig. Ja, wenn jetzt ein Spiel extrem gut ist, ist aber ein Kriegsspiel und es gibt jemand, der kann mit Kriegsspielen nichts anfangen, dann muss er halt ein Probespiel machen, um zu sehen, ob es doch richtig gut ist oder eben das Spiel ist jetzt mechanisch gesehen nicht so die Bombe, hat aber ein richtig schönes Thema, wird vielleicht auch das Thema, das vorgegeben wurde, schon richtig gut umgesetzt, ist aber jetzt, sage ich mal, von der Mechanik her und von dem Spielablauf nichts Besonderes, ja, sondern eher nur was für Fans des Genres, dann sollte man das Spiel auch Probe spielen. Also im Groben und Ganzen ist ein Spiel mit 3 Sternen für mich, ja, es ist gut. Hat mich persönlich nicht so angefixt, aber die Idee ist vorhanden, die ist echt gut, das Spiel spielt sich gut, die Thematik ist gut, muss man aber vorher Probe spielen, außer man ist vielleicht Fan des Themas, dann kann man schon, sage ich mal, unbesorgt zugreifen, dann wird das in Ordnung sein, zum Beispiel bei dem Walking Dead Spiel von Cosmos, das ist echt gut, ja, das ist keine innovative Bombe. Wäre bei mir 3 bis 4 Sterne sozusagen. Ich spiele das Spiel extrem gerne. Habe es auch in meinem Regal eigentlich, wäre es eine 5 Sterne. Aber das Spiel ist ja eher ein bisschen simpel, aber trotzdem gut. Aber es würde eben nicht jedem gefallen. Ja. Ist nicht wirklich schlecht, aber da müsst ihr genau hingucken, bevor ihr euch das Spiel kauft. Ja, 2 Sterne hoffe ich nicht, dass ich dazu kommen werde, mal ein Spiel 2 Sterne zu geben. Warum gibt es keinen 1-Stern oder 0-Sterne? Ich finde einfach, kein Spiel hat sich verdient, richtig schlecht bewertet zu werden. Die Entwickler geben sich ja auch Mühe, ein Spiel zu entwickeln und die Idee. Und 2-Sterne-Spiele sind bei mir einfach, würde bei mir vielleicht ein Spiel sein, das ich gut verkaufen will, aber mechanisch ein bisschen langweilig ist oder versagt, auch die Thematik, die hier vorgegeben wird, nicht dazu passen würde. Und oder einfach das Spiel wirklich langweilig ist, ja. Also ich kann mich erinnern, ich habe nicht viele Spiele dieser Kategorie gespielt, da ich ja, wie gesagt, ein privater YouTuber bin und ich bekomme auch nicht so viele Rezensionsexemplare und kaufe mir ja generell Spiele, die ich vorher gut analysiert habe, beziehungsweise ich mich informiert habe und ich mache selten einfach so Spontankäufe. Von daher kaufe ich mir selber wahrscheinlich immer Spiele der Kategorie 4 bis 5 Sterne, manchmal vielleicht auch ein 3-Spiele-Spiel, ein 3-Sterne-Spiel, aber ein 2-Sterne-Spiel werdet ihr da in meinem Kanal eben nicht oft sehen. Ja, und ich kann mich erinnern, bei mir war das damals das Conceal der 4, glaube ich, das hat nicht gut abgeschnitten bei mir, denn das Spiel ist ja auch gefloppt irgendwie und ich finde, das ist irgendwie total ein langweiliges Spiel geworden. Ja, also das Artwork war nicht schön, der Spielablauf total langweilig,
Es war Imbalanced in der Siegpunktmechanik. So ein Spiel ist zum Beispiel bei mir ein 2-Sterne-Spiel. Könnt ihr auch in meine Rezension da angucken. Dann habt ihr ungefähr, oder das Fazit, das Gefühl, was bei mir ein 2-Sterne-Spiel ist. Ja. Wie gesagt, zusammengefasst 2, 3 und 4 und 5 Sterne. Und wenn es ein 5-Sterne-Spiel ist, dann bleibt das fix bei mir, weil es einfach so extrem gut ist, dass ich es nicht mehr abgeben will. So, genug geredet über das Bewertungsthema. Ich hoffe, ich konnte euch das halbwegs rüberbringen. Wie gesagt, das ist ja ein persönlicher Wertungsbogen sozusagen für mich gesehen, wo es keine allgemeinen Richtlinien jetzt gibt, sondern das ist meistens einfach nur eine Gefühlssache. Ja. Dann kommen wir zum letzten Thema und das ist jetzt ein größeres Thema. Das dürfte euch gefallen. Mir gefallen solche Videos auch, wo vorgestellt wird. Aber man braucht ja auch Zeit, um das Ganze zu machen. Nochmal was trinken. Und zwar, welche Spiele könnt ihr jetzt auf meinem Kanal erwarten? Ja? Und das sind echt viele Spiele. Ich habe mir da jetzt natürlich einen Übersichts-Spickzettel gemacht. Und zwar, das meiste sind jetzt Kickstarter-Spiele, die ich vor circa einem Jahr oder eineinhalb Jahren gedeckt habe. Und manche, die ich so noch dazu kaufen werde und woanders erwerben kann. Aber das meiste eben Kickstarter-Spiele. Und wir fangen an mit Vampire Hunters. Vampire Hunters hat mich angefixt, weil einfach das Thema mit Vampiren mag ich sehr gerne. Es sieht aus, als wäre es ein bisschen Zombieside-mäßig gemacht. Und hat doch ein paar frische Ideen wieder, wie zum Beispiel die Vampire in die Sonne ziehen, einen Tag-Nacht-Zyklus, in dem die Vampire dann am Abend aktiv werden und am Tag man die Räume durchsuchen kann und die Vampire auch pfählen kann. Ja. Ich finde das Thema sehr schön. Wie sich das Ganze dann spielt, werden wir auch dann sehen. Ich hoffe, es ist richtig cool. Es kommt ja über die Videos nicht immer alles hundertprozentig rüber und ich freue mich sehr auf das Spiel, dürfte jetzt bei der Auslieferung sein, aktuell gerade auf dem Weg zu Games Quest. Und ich hoffe, dass ich das bald bei mir liegen habe und auch bald spielen kann. Dann das zweite Spiel, Hannibal. Ja, die deutsche Fassung, eine sozusagen Neuauflage von Hannibal. Ja, das in der Zeit von Hannibal eben spielt. Das ist ein Zweispielerspiel, in dem man eben wieder so Area Control-mäßig Krieg führt gegeneinander. Und auch mit tollen Miniaturen dabei. Und da habe ich auch die Playmat bestellt. Ne? Die ist richtig groß, geht über den ganzen Tisch und dürfte wieder ein richtig schönes Geplänkelspiel werden. Und hoffe ich auch, dass ich da eine schöne Rezension dazu machen kann. Ich glaube, meine Frau wird nicht so begeistert sein von so einem Kriegsspiel. Aber mit dem Johnny und so weiter werden wir das Ganze dann schon. Mit den anderen Leuten werden wir das Ganze dann natürlich schon runtertesten. Ja, bei Vampire Hunters noch zur Info, da habe ich mir auch alles geholt, ja, also so einen Full-Pledge gemacht. Das heißt, ihr werdet richtig viel Content sehen. Dann Hoplomachus. Ja, da gab es jetzt, da hat ein Freund von mir Triple Lock gepledged. Davon war ich nicht so überzeugt von den Triple Lock. Und damals habe ich gesagt, okay, es ist die Möglichkeit, Hoplomachus mitzubestellen, nimm mir doch mal mit. Und dann habe ich geordert diesen All-In-Pledge, dass man alles bekommt, was jemals zu dem Spiel rausgekommen ist, mit allen Add-ons und allen Chips dazu und so weiter. Ein Spiel, bei dem ihr in einer Arena gegeneinander kämpft, ihr die tolle Chip-Qualität von Too Many Bones zum Beispiel kennt und dann auch eure Gegner und ihr selbst in Form von Chips dargestellt werdet mit Lebenspunkten dazu, soll laut Ricky Royale eines der besten Solo-Spiele ever sein. Davon lasse ich mich gerne überraschen und dürfte hoffentlich, wenn ich Glück habe, diese Woche noch ankommen. Da bin ich echt gespannt drauf. So, dann Deep Madness. Ja, Deep Madness auch ein richtig toller Erfolg bei Kickstarter gewesen. Ein Spiel, das in einer Unterwasserstation spielt, mit einem Cthulhu angehauchten Thema und sieht wieder ganz frisch aus. Ich bin bei den Miniaturen spiele seit Ende letzten Jahres, dieses Jahr jetzt extrem skeptisch geworden. Es ist nicht mehr leicht jetzt, dass ich mir sowas zulege, da ich schon so viel habe. Aber das sieht wieder ganz frisch aus.
mit einer schönen Wahnsinnsmechanik. Ich glaube, dass da gute Bossmechaniken bzw. Gegnermechaniken vorhanden sind. Und natürlich Cthulhu-Thema auch toll. Und was ich extrem toll finde, es gibt so viele sozusagen Bonuscharaktere in diesem Spiel, die mit so vielen Hinweisen auf andere Franchises sind, es einfach toll. Zum Beispiel kann man Ripley spielen. Ja, ich bin ja großer Alien-Fan und Ripley schon dabei, finde ich extrem cool. Dann habe ich gesehen, was ich noch erinnern kann von, wer kennt das Videospiel noch? Na, wie heißt das nochmal? Dead Space. Ja, da ist auch der Hauptcharakter dabei. Fällt mir der Name gerade nicht ein. Also Dead Space war ein Hammerspiel. Und da sind richtig viele Charaktere drin, die man dann mit, wenn man sich in den Genres auskennt, da eben so Aha-Effekte, der ist auch dabei und der auch, also richtig toll, freue ich mich drauf und dürfte ein richtig toller Dungeon-Crawler werden. Dann Rising Sun. Ja, ich denke, das werdet ihr auch alle kennen von Cool Mini Not und Eric M. Lang. Soll ja der geistige Urvater Blood Rage dafür gewesen sein. Ich liebe Blood Rage. Bin letztes Jahr auch Turniersieger geworden bei dem Blood Rage Event. Und ein Hammerspiel, ja. Und da erhoffe ich mir von Rising Sun richtig ein paar tolle neue Elemente in das Spiel zu bringen. Natürlich wieder so Area Control mäßig aufgebaut. Ihr könnt aber auch Allianzen schmieden. Und ja, genauere Infos gibt es dann, wenn ich dann das Spiel vor mir liegen habe. Aber ich freue mich schon sehr darauf. Bei Rising Sun bin ich auch wieder all in gegangen, habe mir alles geholt. Auch bei Deep Madness dürfte ich so ziemlich alles dabei haben, was es gibt. Ja, also ihr seht schon, ich habe da richtig gut investiert. Dann das nächste Spiel. Das werden viele von euch jetzt nicht auf dem Radar haben oder kennen. Und zwar Black Orchestra. Black Orchestra ist ein Spiel in der Nazi-Zeit, ja, so 1945, in dem ihr versucht, grob gesagt jetzt, Hitler zu töten. Ja. Also ihr wandert hier durch das Nazi-Reich sozusagen und versucht einfach den Nazi-Horden auszuweichen oder der SS auszuweichen und Equipment zu sammeln und dann eben einen Anschlag auf Hitler zu verüben und ihn zu töten. Ja, das Thema mögen nicht jede, hört sich auch brutal an, ist thematisch eine richtige Bombe, glaube ich, wurde bei Man vs. Meeple auch top bewertet, die Vorschau, und dürfte ich auch bald bekommen, beziehungsweise dürfte bald eintrudeln bei mir. Und ja, ich mag das Thema eigentlich. 1945, Spiele sind im Computerspielbereich sowie im Brettspielbereich auch schon, sage ich mal, schon ein bisschen abgenützt, aber wenn das Spiel toll gemacht ist, dann bin ich natürlich immer wieder dabei. Und was ich besonders schön an dieser Version finde, ist ja der amerikanische Version sozusagen, es ist ungeschwärzt. Ja. Viele sind bei so einem Thema natürlich nicht dabei, aber ich mag es ja eigentlich generell nicht, wenn man Filme zensiert oder schneidet und so weiter. Ja, und in diesem Spiel habt ihr halt die ganzen bösen Symbole auch alles abgedruckt und das trägt einfach zum Flair eines Spiels bei. Ja. Wenn ich also dieses böse Kreuz hier sehe und das würde irgendwie geschwärzt oder verfälscht oder so, dann denkt man sich da immer, ja, eigentlich sieht es anders aus. Aber es ist halt thematisch dann viel dichter, das Ganze. Und von daher, glaube ich, wird es ein richtig tolles, kooperatives Spiel, in dem man eben versucht, diesen schlimmen Genoziden zu töten. Und da freue ich mich schon richtig darauf. Ein Video dazu zu machen wird schwer. Ich weiß da nicht, wie es rechtlich aussieht, aber wenn ich da ein Video dazu mache für euch, dann muss ich, glaube ich, selber bei den Karten sehr, sehr viel abdecken. Wie gesagt, schaut euch das mal selber an auf der Kickstarter-Seite, dann, beziehungsweise ihr seht ja schon das Bild, dann bekommt ihr einen Eindruck von dem Spiel. Also dürfte, wie gesagt, ein richtig schönes Koop-Spiel werden. Ja, dann haben wir natürlich Too Many Bones Undertow gebackt mit vielen Add-ons dazu. Habe ich auch gleich jetzt für das normale Too Many Bones noch viel dazu geplätscht, was es noch an Content gab damals. Und auch die Stitched Maps, also die bestickten Spielermatten dazu. Ja, einfach ein Upgrade. Bei Undertow kommt ja dann noch, seid ihr auf dem Flussboot unterwegs sozusagen und
tauchen auch Wassermonster auf. Wie das Ganze dann funktioniert, hoffe ich dann beim Spielen euch zeigen zu können. Habe ich auch wieder alles geplätscht. Natürlich, wenn man die Chance dazu hat, dann muss man das schon nutzen. Dann Gloom of Killforth. Ja, ist auch ein Kartenspiel. Also ich tendiere sehr stark zu Kartenspielen. Ich mag Kartenspiele extrem gerne. Und Gloom of Killforth auch wieder so ein tolles kooperatives Spiel. Kann ich euch jetzt nicht viel dazu so sagen. Ich habe es mir damals angesehen. Ich finde es einfach richtig toll. Es hatte auch viel Erfolg. Ist jetzt, glaube ich, der Second Print, der da rauskommt. Habe ich mir auch alles geholt. Wenn ihr einen kleinen Eindruck davon haben wollt, schaut auch mal auf der Kickstarter-Seite vorbei. Das Spiel sieht richtig toll aus. Ja, dann Sorcerer. Habe ich auch vor kurzem noch mitgenommen. Ist auch so ein Kartenspiel, in dem ihr die Areas vor euch ausliegen habt und ihr sozusagen um die Gebiete kämpft, indem ihr Karten auf die Gebiete legen könnt. Mit einer schönen, tollen neuen Mechanik. Auch optisch richtig schön das Spiel anzusehen und freue ich mich auch schon richtig darauf, The Sorcerer. Ja, jetzt kommt ein Spiel, auf das ich mich auch ganz besonders freue. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch rauskommen wird, aber bei SteamForge Games kann man ja nie wissen. Da hat es ja Dark Souls auch richtig lange gebraucht und zwar Resident Evil The Board Game. Ja, ich war großer Resident Evil Fan, ich habe fast alle Teile gespielt und freue mich da jetzt richtig drauf auf dieses Resident Evil Spiel. Habe mir auch alles geplätscht und geholt und hoffe, dass es ein richtig tolles Spiel wird. Es sieht erstmal gut aus. Das Let's Play finde ich auch schon mal richtig schön. Und sind wir gespannt, wie das Spiel dann in der Bewertung abschneiden wird. Natürlich bin ich da thematisch ein bisschen befangen, aber wenn ihr mich kennt, dann werde ich das natürlich auch schon sehr nüchtern bewerten, auch wenn es spielerisch nicht so toll wäre. Aber ich fand ja doch Dark Souls auch richtig geil und kann mir nicht vorstellen, dass Resident Evil nicht so gut werden würde. Ja, dann würde ich noch den Demon's Souls Rest bekommen, habe ich da aufgeschrieben. Oder den Rest von Demon's Souls Pledge. Da bekomme ich dann noch die ganzen Megabosse und die Add-ons dazu und was da nicht noch alles daherkommt. Hoffentlich schaffen sie das. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, bei Mythic Battles Pantheon war so viel Content dabei und die haben es geschafft, das alles auf einmal zu schicken. Ja, zwei Lieferungen aufgeteilt, aber sie haben es geschafft, alles zu schicken. Warum ist das bei Dark Souls nicht möglich? Ja? Sicher sind es auch viele Figuren, die da ankommen, aber jetzt sind es drei Wellen. Ja? Also das sind sicher weniger Figuren als Mythic Battles Pantheon. Und also geschätzt jetzt mal. Und schade, dass sie da jetzt die Add-ons und die Boss-Add-ons und so auf zwei Wellen aufgeteilt haben. Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist das ja ein finanzielles Problem, wenn denn gewesen, kann auch sein. Aber schade, dass ich es nicht schon habe, aber freue mich auch natürlich darauf. Ja, dann Spirit Island. Ja, Spirit Island kommt bei Pegasus ja auch auf Deutsch raus. Ich habe es jetzt beim P3 Store schon, also bei Manfred, bei P3 Comics habe ich jetzt schon geordert und werde das Spiel auf Englisch beziehen. Das dürfte noch 2, 3 Wochen dauern, dann liegt es bei mir auf dem Tisch. Freue mich richtig darauf, ihr werdet das Spiel vielleicht auch schon kennen, ein kooperatives Spiel, in dem ihr die Inselgeister darstellt und versucht, gegen die Einsiedler, die die Insel ausbeuten, euch zu wehren. Ja, dann, was haben wir noch alles? Manhattan Project 2 Minutes to Midnight. Ja, das letzte Spiel jetzt auf meiner Liste. Ihr habt vielleicht Energy Empire schon gesehen, den Vorgänger jetzt, den ich rezensiert habe, oder das Maletan Manhattan Project. Ja, wieder ein Worker Placement Spiel mit sicher toller Mechanik und der Vorgänger von der Geschichte ja sozusagen, wie eigentlich das erste Manhattan Project, da habt ihr versucht, eine Atombombe zu basteln oder Atombomben zu basteln. Und in diesem Nachfolger, der spielt 20 Jahre danach von der Zeit her und da könnt ihr jetzt auch U-Boote bauen, Flugzeuge bauen, den Gegner angreifen sozusagen. Ja, bin ich gespannt, ob das im Zweispielerspiel auch dann wieder so gut funktioniert wie der Energy Empire, also der letzte Teil jetzt dieser Serie.
Da lasse ich mich echt gut überraschen und bin auch gespannt darüber. Ja, dann wäre das im Großen und Ganzen alles. Wahrscheinlich hole ich mir Tsukuyomi auch noch. Da gibt es einen schönen Händlerpledge. Da kann man das Spiel dann noch erwerben. Muss ich mir dann ansehen, wie das Ganze im Zweispieler funktioniert. Denn, wie gesagt, ich habe schon echt sehr viele kompetitive Spiele auch. Und da braucht man meistens drei Spieler. Das schafft man vielleicht in der Woche ein bis zweimal, wenn man seine Gruppe zusammenbekommt. Daher, man spielt oft auch zu zweit. Gibt auch einen Zweispieler-Modus. Mal sehen, wie der ist. Ich konnte es auf der Burg testen. Ist echt ein wahnsinn gutes Spiel. Total neue, innovative Idee in diesem Genre, finde ich, mit diesem, wenn ich das wähle, dann kann der Gegner das auswählen. Grob gesagt, wenn man jetzt den Kampf macht, man sieht schon, was vorher passiert oder den Kampfausgang und kann ungefähr einschätzen, was der Gegner vielleicht sogar als Kampfausgang wählen wird. Ja? Also ich wähle, was mache ich? Mache ich einen Kampfpunktewertvergleich oder schiebe ich einfach Gegner raus, lauter so verschiedene Sachen, und der Gegner darf dann eben wählen, wie viele meiner Einheiten das sterben werden, so, oder eben andere Fähigkeiten, die sich so in diese Richtung entwickeln. Das ist richtig tolles Spiel auch, Tsukuyomi Full Moon Dawn von einem deutschen Entwickler, Felix Mertigat, freue ich mich auch schon riesig drauf. Das ist, wie gesagt, bei mir noch nicht sicher, aber wahrscheinlich werde ich es mir holen. Und jetzt habt ihr grob mal gesehen, die ganzen Spiele, die bei mir dieses Jahr definitiv auf den Tisch landen werden, beziehungsweise bei mir eintrudeln werden und die ihr wahrscheinlich auch auf dem Kanal sehen werdet. Es gibt so viele Spiele in diesem Genre, natürlich kann da das eine oder andere noch dazwischen landen, klar, im Shop kommen auch immer viele oder man sieht sich auch andere YouTuber an, wird auf andere Spiele aufmerksam und da kann natürlich immer noch einiges dazwischen wandern, das ist ganz normal, aber diese Spiele, die ich geplätscht habe, kommen schon fix und ich hoffe, da ist das ein oder andere für euch dabei gewesen. Und so im Großen und Ganzen war es das jetzt mit meinem Video eigentlich und ich hoffe, dass ich vielleicht das Limit mit den 1000 Abonnenten schaffen werde, das wird ziemlich schwierig werden und ja, wie gesagt, es wird sich nicht viel ändern, sollte ich es nicht schaffen. Wenn ich es schaffe, cool, gibt es ein tolles Special jetzt nach und sonst müssen wir halt mit dem Special ein wenig warten. Und ja, irgendwie ein Spaß, dieses Video zu machen. Als ich den Zettel da, den Spickzettel da gemacht habe, habe ich mir gedacht, boah, das sind schon wahnsinnig viele Spiele, die ich da gebackt habe. Ich werde dieses Jahr bei Kickstart auch ein bisschen Pause machen. Und warum, die allgemeine Meinung ist bei mir ja, Miniaturenspiele habe ich jetzt schon echt viele, von jedem Genre auch schon viele. Und das Problem ist ja jetzt bei mir, ich bin jetzt echt schon extrem, extrem pingelig beim Einkauf geworden, wenn man schon so viel besitzt. Ja. Nehmen wir als Beispiel den neuen Kickstarter Hate von Cool Mini or Not. Also wenn man darüber jetzt ein bisschen reden würde, würde man sagen, geil, ein brutales Thema, ich mag es, wenn es brutal ist, mal ein erwachsenes Thema. Ja. Der Trailer ist zwar vielleicht ja, ein bisschen komisch gemacht, aber trotzdem, es ist einfach mal so richtig ungeschont brutal. Das ist schön, das mag ich. Und dann sieht man sich das Let's Play an und ich denke mir da, ja okay, die Würfelmechanik und die Kampfmechanik, das habe ich mindestens schon in 5 Spielen auch, die ich bei mir in dem Spiel, in dem Regal stehen habe. Und das hat mich absolut nicht vom Hocker gehauen. Einfach nur hier versuchen, diese Dörfer zu erobern und dann einen Würfel zu werfen, der Schwert oder Schild abgebildet hat. Das fand ich dann doch ein bisschen einen Abturner. Und bei mir ist es so, ich würde es schon gerne alleine wegen dem Thema kaufen, aber weil ich jetzt, wenn einem das bewusst wird, jetzt schon so viele Spiele mit so einer Mechanik besitze, warum soll ich es mir dann holen und viel Geld dafür ausgeben? Und daher wird es bei mir jetzt schon richtig schwierig, dass ich ein neues Miniaturenspiel unterstützen würde. Ja, also wenn man sich Pantheon mal betrachtet, das hat den Deckbuilding-Mechanismus mit einer tollen Würfelkombination, also mit einer tollen Würfelmechanik, schön kombiniert. Das ist richtig toll geworden. Mal innovativ ein bisschen, dass es immer möglich ist, dass man einen Treffer schafft mit den Kampfrunden und den automatischen Bonus. Das ist
zwar schon einfach, aber trotzdem nicht so simpel wie bei anderen Spielen, dass man einfach nur die Schilde auswürfelt. Ja? Oder wenn man sich zum Beispiel Sword and Sorcery ansieht, ja, ich finde, da ist auch Schwert, Schild, aber viele andere Symbole noch drauf. Man muss den Kampf schön berechnen, den Schildwerte abziehen. Das macht ja echt noch Spaß. Dann müsst ihr zwar auf viel achten, habt aber auch viele Möglichkeiten. Und jetzt zieht euch mal Hate an, Schwert gegen Schild, ja, toll. Dann führen sie ein, sozusagen als Gimmick, dass man so wie in Mystic Veil, ja, die Karten verstärken kann, indem man Folien reinschiebt. Ist ja auch banal, dann bekommt der Charakter auch nur vielleicht eine kleine Fähigkeit oder zwei Angriff und zwei Schild. Das kann man mit Markern oder so auch lösen. Ja, das ist nur ein nettes Gimmick im Spiel. Von daher ist Hate eigentlich das beste Beispiel, warum ich es wahrscheinlich nicht plätschen werde, ja, und mich auch nicht davon ködern lassen werde, dass es nur Kickstarter-exklusiv ist. Denn was bringt es mir, wenn das Spiel dann sehr eintönig verläuft, sozusagen, ja, nur brutales Thema hat, aber dann sich ein bisschen zu extrem streamlined spielt. Ja, also, ja, sozusagen ist es ein kleines Beispiel dazu. Auch bei den Worker-Placement-Spielen muss man sich echt schon gut überlegen, was man unterstützt und was man kauft. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel Lorenzo angesehen habt, das ist echt ein Top-Spiel, ja. So ein Spiel wie das habe ich nicht im Regal mit so einer Mechanik mit den Würfeln. Ist echt top. Und es ist einfach schwierig, etwas Neues zu finden, das sich ein bisschen abhebt von den anderen Spielen. Ja. Wenn es sich ungefähr gleich anfühlt wie ein anderes Spiel, jedoch ein schönes anderes Thema hat, dann bin ich auch nicht abgeneigt dazu, das zu kaufen. Klar, aber wenn jemand ein, sag ich mal, tolles Alien-Produkt rausbringt, es gibt ja schon ein Alien-Board-Game, aber ich finde das jetzt nicht so der Hammer, dass ich es jetzt unbedingt haben muss. Aber würde es jetzt zum Beispiel ein Zombie-Side geben mit dem Alien-Thema von den Filmen, dann würde ich es wahrscheinlich kaufen, weil ich einfach das Franchise mag und ich würde euch das natürlich auch sagen, ja. Einfach nur des Franchises wegen, aber das Hate-Beispiel ist halt schon einfach so, man muss es nicht unbedingt haben, ja. Also es ist schwierig zu erklären. Wie gesagt, man wird halt immer, wenn man so viele Spiele hat, auch ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen wählerisch und muss sich ganz gut überlegen, wo man sein Geld investiert. Und bei den Kickstarter-Sachen ist es ja sowieso immer ein kleines Risiko, weil es kann ja einem doch nicht so gefallen. Aber ich glaube, dass meine Liste durchgängig richtige Top-Spiele dabei sind. Ja, so viel noch das war eine generelle Meinung von mir und wie es mit meinen Spielen jetzt aussieht und welche Spiele ich mir kaufen werde. Und ja, manchmal gibt es auch das ein oder andere Rezensionsexemplar, auch von dem Manfred, der mich da unterstützt. Oder auch natürlich gute Preise im Einkauf, daher auch der Shop, ist ja auch der geilste Shop hier in Salzburg, der P3 Comics Laden. Und da kann man natürlich nicht so viele Spiele immer testen, ist ja eher ein kleiner Laden, aber man hat auch ab und zu die Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren. Das seht ihr dann auch in meiner Rezension. Oder natürlich bekomme ich da eben auch gute Preise, um mir diverse Spiele zu kaufen. Daher danke auch an den Shop. Und seht mal vorbei, es ist wirklich ein toller Laden, in dem es viel zu entdecken gibt. Wenn ich ein Special mache, werde ich das vielleicht irgendwann mal auch richtig schön abfilmen. Da seht ihr mal, was es da alles in Auswahl gibt. Und ja, das war's zum Video. Jetzt Ende. Jetzt haben wir genug geredet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, mir zuzuhören und das alles zu sehen. Und ja, noch eine kleine Info. Das War of Mine bin ich jetzt gerade voll am Zocken. Das Spiel ist so geil. Ja, meine Frau auch total angefixt. Und das wird wahrscheinlich mein neues absolutes genreübergreifendes Lieblingsspiel werden. Freut euch darauf, wenn ich das Spiel zeigen werde. Wahrscheinlich mit kleinen Spoilern, das werde ich jetzt ein bisschen so eine Let's Play-Erklärung machen. So jetzt quasi ein Tipp zum Schluss. Ne? Und freut euch auf das Spiel, das ist der Hammer geworden. Und jetzt machen wir wirklich Schluss. Bis zum nächsten Mal, euer Austrian Board Gamer.